Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zurück zu Zelda A Link to the Past. Wie versprochen habe ich, ja klar, verdammt. Wie versprochen habe ich hier... So funktioniert der Zauberspiegel nicht, oder? Ah, verdammt. Wie versprochen habe ich mein ganzes Geld ausgegeben, um meine Tragfähigkeit von den Pfeilen und von den Bomben zu erhöhen. Und habe... Und habe und habe und habe... Wir haben noch... Wow! Beginn der zweiten Herzleiste! Geil! Ja, um die Tragfähigkeit zu erhöhen, was ich ja schon gesagt hatte, was ich tun wollte, was ich auch getan habe. Hier können wir erst später hin. Das ist ein nerviger Dungeon, sage ich euch. So, wenn wir hier oben lang gucken. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hinlaufe, was ich tue. Was mache ich eigentlich hier? Okay, ich weiß, wo ich bin. Jetzt habe ich gerade überlegt, wo wir eine Fee verbraucht haben, aber ja. Beim Maskenkönig. Beim Maskenkönig hat er uns doch, haben wir so clever dagestanden, dass er uns jedes Mal getroffen hat. Und wir sind immer voll in ihn reingelaufen, falls ihr euch erinnern könnt. Natürlich könnt ihr das. So. Swoop. Swoop. Ja. Ich mag jetzt nicht großartig Sidequests. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Oder übernächsten Mal, das weiß ich noch nicht. Und jetzt kümmern wir uns erstmal hier um den nächsten, um das nächste Verlies. Um den nächsten Palast. Aber es ist ja ein Verlies. Ich weiß, worum es geht. Deswegen mache ich das hier gleich ohne großartig Palaberaber. Nein, hier gibt's Geld, oder? Oh ne, Bomben. Okay. Warum gibt's hier Bomben? Egal. Jetzt überlege ich gerade. Ach nee, muss ich draußen gucken. Machen wir auch gleich, dass wir gleich gucken, was denn. Also das hier ist auf jeden Fall der nächste. Das nächste Verlies. Und welches danach dann kommt. Ich weiß gar nicht, ob wir dann schon in die dunklen verlorenen Wälder müssen oder wie oder was. Und ein neues Herzteil. Swoop. Und ein Fischchen. Ja, danach müssen wir schon in die verlorenen Wälder, okay. Gut, gut. So, wo sind wir hier? In einem Wassertempel. Badada. Swoop. Ja, auch der hier ist nicht besonders groß, nicht besonders lang. Ich weiß gar nicht. Ja, Probleme hatte ich immer, hatte ich ja schon mal gesagt. Ganz zum Schluss. Bei Ganons Turm. Aber einfach nur, weil ich mich so blöd angestellt habe. Ich bin mal gespannt, wie es hier in dem Durchlauf wird. Und ich bin wirklich sehr erstaunt, möchte ich es nennen, ja, dass wir so krass gut hier vorankommen. Weil hätte ich nie gedacht, dass wir hier so flink sind, so schnell und alles. Ich habe gedacht, wir brauchen hier ewig, aber... Ach hier, das ist lustig. Und zwar, dieses Schießding hier in der Mitte reagiert nur auf uns,
Ja, klar, bitte. Reagiert nur auf Schwertschläge. Ach, warum braucht er so lange? Also es reagiert nur auf unsere Schwertschläge und nur wenn wir mit den Schwert schlagen, ja, feuert es diese roten Kügelchens Laser-Dinger ab. Ja, ein Herz. Ein Herz. Und kein Herz. Und Wasser hinein. Der nervigste aller Wassertempel ist immer noch der aus OOT. Obwohl der in Majora's Mask, der ist auch sehr speziell, möchte ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich sag einfach sehr, sehr speziell. Ich überlege gerade, der in TP, der ist so. Ja. Ach, bitte. Kackviecher. Da ist die große Truhe in der Mitte. Und ich weiß auch, was es hier gibt. Und ihr wisst es selbstverständlich, wisst ihr es auch. So. Oh, okay, ich muss doch erst hier lang. Ich dachte, ich kann schon ein bisschen vorarbeiten, aber nein. Doch erst hier entlang Schlüsselchen holen. Ich habe keine Ahnung wo. Swoop. Swoop. Und so, die Dinger können wir nicht zur Seite schieben. Das heißt, hier gibt es den Schlüssel. Ja. Hier gibt es das Schlüsselchen. Und hier bietet sich sehr wunderbar an, eine Abkürzung zu machen. Aber genau auf diese Falle fallen wir nicht rein. Weil das nämlich wirklich nur eine Falle da mit den blauen Steinchen, beziehungsweise orangen Steinchen. Oh. So, weil jetzt können wir ja schön unten langlaufen, ne? Schön, na. Aber genau das tun wir nicht, sondern wir aktivieren das wieder. Was gibt's hier? Ein Herzchen, ein Herzchen, ein Herzchen. Ja! Und schwupp. Oh. Und geht. Ja, klar, ich laufe voll rein. So, hier in dem Fall können wir es aber schieben und ich habe es voll verkackt. Och, ja, bitte. Was tue ich denn? Ach, bin ich ein Trottel, echt. Was habe ich denn getan? Warum schiebe ich das denn so dumm? Mann! Swoop. Ich muss doch nur so und das nach oben. Okay, gibt's nichts weiter? So.
Und jetzt hat Lion schon gesehen, dass es jetzt zwei Wege gibt. Und zwar einmal rechts lang und einmal links lang. Ach ja, na klar. Oh, Mann! Diese blöde Blubberblase, aber wir haben hier noch Feen. Ich überlege gerade, gibt es hier einen Feenbrunnen? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Ich glaube, hier in den Tempel gibt es keine Feen. Warum nur zwei? Hä? Ich dachte, es gibt was Schönes. Ich meine, über 20 Euro, wenn ich die einfach so geschenkt bekomme, freue ich mich auch, aber... Ich dachte, es gibt ein Schlüsselchen oder irgendwas. Oh, nur gut, dass ich zuerst hier lang gegangen bin. Und, jetzt erst den anderen Weg laufe, weil... Ansonsten, wenn ich da jetzt wegen den 20 Rupies nochmal zurückgegangen wäre, hätte ich mich, Nein, was tue ich? Da hätte ich mich sehr geärgert darüber. Und genau hier wären wir nämlich ansonsten nicht weitergekommen. Wenn wir den Schalter nicht umgelegt hätten. Swoop, 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 swoop. Der große Schlüssel! Dumm. So, und jetzt... Oh, was mache ich denn? Also ich hatte mich eher schon beim letzten Mal gesagt, ich stelle mich teilweise an wie der größte Idiot, ne? Ich blamiere mich bei den leichtesten Spielen und heute lasse ich es wieder voll raushängen. Mann, Mann, Mann. Oh ja, bitte. Was ist denn jetzt los? So. Auf zur... Oder unten hätte ich noch ihn. Hab ich vergessen. Und wir haben den Enterhaken. Tschaboing! Und hier gibt's nichts. Doch ein Herzchen. Hier unten machen wir doch gar nicht. Ach genau, ich kann mich erinnern. Das ist ein Raum, wo man sich denkt, was zur Hölle? Warum? Ja, man läuft hier einfach. Schön im Kreis, schön dem Kanal lang, will ich mal sagen. Und, kommt hier wieder oben an und denkt sich, für was, warum? Aber, oh, der Kompass, okay. Die Karte. Ja, nee, das ist unten, hier oben. Okay. Mir fällt jetzt nicht ein, wo hier eine Feenquelle ist. Verdammt. Boing. Ein Key. Und tschaboing. So. Weiter geht's. Oh, jetzt muss ich überlegen. Ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Ich gucke einfach mal hier runter. Also ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Hier, du Glibberding. Ach, schau. Boing. Spook. Ach, bitte. Kann ich das Ding eigentlich auf? Jawohl. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Badam, badam, badam.
Dann ist er weg. Jetzt mal überlegen. Ich glaube, es ist egal, wo ich jetzt lang laufe. Da lang oder da lang. Ah, okay. Hier war ich auf jeden Fall schon richtig. Wasser abgelassen. Stöpsel gezogen, swoop. Und Wasser ist weg. Ach, ich gehe hier schnell nochmal hoch. Einfach nur, damit wir es vollständig haben. So. Nur einfach, dass wir den Raum auch mal erkundet haben und der Raum auf der Karte angezeigt wird. Also, dass, ja, wie soll ich sagen, dass der besichtigt wurde, dieser Raum. Warum? Mann! Ach ja. So, genau, das ist dieser Raum, den wir ja schon gesehen haben. Geld. Geld. Und Herzchen. Schaut euch mal. Swoop. Geradeaus. Ich kann mich erinnern. Okay, okay, okay. So, genau. Hier ist auch nur eine Sackgasse mehr oder weniger. Also, wo man noch ein bisschen was abstauben kann. Zum Beispiel ein bisschen Geld. Und da drüben sieht man schon, es geht weiter. Oh. So, habe ich was vergessen? Habe ich was vergessen? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Nö, okay. Boing. Und hier durch diese eine Statue kann man sich einfach durchmogeln. Swoop. Oh. Wow. So, was hier ein bisschen gemein ist. Ja, genau. Die Dinger hier, die verarschen einen total. Die sind total gemein. Die stellen sich nämlich immer dann hier wunderbar davor und von hier oben kann man sie nicht mehr treffen. Swoop. Also hier weder mit einem Schwert noch mit irgendwas anderem. Warum bekomme ich hier eigentlich so viele Bomben? Und da drüben seht ihr schon, geht's auf zum Boss. Jetzt muss ich weiter. Ein bisschen mehr Platz. Los, kommt her. Kommt her. Los, alle hier. Kommt, ihr Blattläuse, Wasserflöhe. Was auch immer. Und swoop, swoop. Und auf zum Boss. Und wir kennen ihn alle. Die Vorstufe von Barinade, würde ich sagen. Swoop, swoop, swoop. Ach. Scheiße. Ich mache mir ein bisschen Gedanken, weil ich nicht mehr so viele Herzchen habe. Und keine Fee. Ich glaube, ihr werdet zum ersten Mal in diesem Let's Play den Game Over Stream sehen. Ach, verdammt echt. Es lief doch so gut alles. Eins noch. Sweet. Ah, scheiße. Scheiße. Ach. Oh! Scheiße, ich hab gedacht, das war's schon. Ja!
Wir haben es doch geschafft. Juhu! Ich freue mich gerade wirklich. Ich habe echt gedacht, dass ich voll drauf gehe. Und der zweite Dungeon ist auch erledigt. Also es ist der zweite, eigentlich der vierte von der Sache her. Aber der zweite, das zweite Verlies in der Schattenwelt. Oh, Toni, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Triforce erfüllt dem, der es zuerst berührt, so lange erlebt alle Wünsche. Alle? Ich dachte nur ein. Deshalb wussten nur wenige von diesem goldenen Land. Doch im Laufe der Zeit ging auch dieses Wissen nach und nach verloren. Erst Ganon entdeckte es wieder. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man in die Lichtwelt zurückkehrt. Denke daran. Du verfügst über die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Nur der wahre Held kann diese Kräfte nutzen. Suche die Teleporter, denn es gibt nicht nur den auf dem Todesberg. Wandere so von Welt zu Welt, um die Bösewichte zu verenden. Du bist der Einzige, der Ganon bezwingen kann. Wir vertrauen dir. Hast du alles verstanden? Ja. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Zup, zup, zup. Und wieder voll aufgeladen. Leute, ich muss mich jetzt unbedingt auf die Suche nach Dings begeben. Wow. Nach Fairies. Ach, hier kommen den Typi, nehmen wir gleich mit. Wow, Entschuldigung. In diesen einen Typi hier. Kaum kam ich hinein in die Schattenwelt, wurde ich in diese Gestalt verwandelt. Früher habe ich das Flötespielen sehr geliebt. Das vermisse ich nun sehr. Da gab es einen kleinen Wald mit vielen, vielen Tieren. Den würde ich gern wiedersehen. Dort habe ich meine Flöte zusammen mit Blumensalm vergraben. Bitte, suche nach meiner Flöte. Jo, mache ich. Ich leite gerne meine Schaufel. Viel Glück bei der Suche. Yeah, wir haben die Schaufel erhalten. So, und er gibt uns schon den Hinweis. Er hat seine Schaufel hier auf dieser Lichtung. Seine Schaufel, sag ich schon, seine Flöte. Mit Blumensamt bekommen. Blinde. So, und da hat er halt immer den Tierchen was Schönes vorgespielt. Finde ich auch ganz. Also, man kann hier alles umgraben, wenn man möchte. Aber hier oben. Schwupp, befindet sich. Seine Flöte. Die Ocarina. Trara? Was ist denn Trara? Hier ist die Flöte. Ihre Musik verfügt bestimmt über geheimnisvolle Kräfte. So. Dann schauen wir mal wieder in den Spiegel. Swoop, swoop. Swoop, swoop. Achso. Ich kann nicht in den Spiegel schauen. Danke, Toni, aber dieser Gestalt kann ich die Flöte nicht mehr spielen. Bitte nimm du sie. Diese. Was? Und solltest du irgendwann mal nach Kakariko kommen, dann gib sie dort dem etwas verschlafenen alten Mann. Würdest du das für mich tun? Oh, ich spüre, wie meine Erinnerungen langsam verblassen. Bitte spiel mir ein Lied. Und er ist zum Baum geworden. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man ihn diesen Wunsch einfach nicht erfüllt. Weil man kann das ja total ignorieren. Man kann, hätte jetzt einfach weggehen können. Da komme ich noch nicht lang, okay. Aber das hier mache ich gleich noch. Woher reicht das? Ja, komm, wir haben noch 5 Minuten.
dann machen wir noch hier dieses wunderbare Spiel, um vielleicht noch ein Herzteil zu bekommen und vielleicht auch relativ zügig ein Herzteil zu bekommen. Willkommen im Schatzgarten. Grabe 30 Sekunden, so viel wie du nur kannst. Alles, was du findest, gehört dir. 80 Rubine. Es kann losgehen. Jo. Wie kann ich denn graben? Ah, okay. Swoop. Oh ja, ich finde mal gar nichts, oder was? Ach Mann, wie blöd ich mich auch anstelle. Also ich weiß, es gibt hier auf jeden Fall ein Herzteil. Ich glaube, das spawnt auch immer, ja, recht zufällig, will ich mal sagen. Es ist nicht immer an derselben Stelle. Wir haben 10 Rubis zu wenig bekommen. So, jetzt muss er seinen Garten erst wieder komplett umgraben. Deswegen einmal schnell raus. Einmal zurück. Und wir probieren es gleich nochmal. Ja. Okay, ich kann immer nur seitlich von mir graben. Ich dachte, ich kann auch nach oben und unten graben. Nee, anscheinend nicht. Ach. Mann! Ich werde das blöde Herzteil. Aber ich habe mehr Geld bekommen, als wir eingesetzt haben. Ja, willkommen, ja. Swoop, swoop. Ach, Leute, wo ist dieses verdammte Herzteil nur hin? Mann! Ich weiß, dass hier ein vergraben ist. Und es ist auch vergraben. Es ist nicht hier unter irgend so ein Ding, das weiß ich. Wo ist es? Verdammt! Mann! Okay, man bekommt aber das... Ich dachte immer, dass das Geld und alles, dass man das, dass das weggeht, wenn die Zeit abgelaufen ist. So, den Part verbringen wir jetzt noch mit dem Schaufelspiel. Ja. Ich grabe. Swoop. Ach. Mann! Ach, verdammt. Warum kriegt er denn jetzt so blöd auch noch? Ach, Link, du bist Kacke. Ach, Mann. Du bist blöd hier. Ein Versuch machen wir noch. Dann habe ich kein Geld mehr. Dann ist der Part zu Ende. So. Ja. 30 Sekunden Schatzsuche. Ja. Ich grabe. Ach, Mann. Und vor allem verhängt gab es so schön Geld hier überall, ne? Also... Mann! Ach, Scheiße. Das macht doch keinen Spaß. Ich wehr mich mal... Also, der Part ist ja sowieso zu Ende.
Ich werde mich mal belesen, ob es hier einen kleinen Trick gibt oder so, dass man vielleicht gucken kann, wo man, ob das wirklich jemand an der gleichen Stelle spawnt oder ob das wirklich zufällig ist. Ich hoffe, euch hat der Part wieder gefallen. Wir kommen recht gut voran. Also, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich bin wirklich stolz. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.